ich bin Ella und wir machen heute Salads in the Jar. Und ich habe nicht nur ein Rezept, nicht zwei Rezepte, sondern drei Rezepte für euch. Und wie die funktionieren, das sage ich euch jetzt. Für unsere Salads in the Jar brauchen wir Rucola, Pinienkerne, Minze, eine Limette, Honig, Ziegenkäse, Balsamico, Olivenöl, Pfeffer und Salz, eine Frühlingszwiebel und eine wundervolle Melone. Wir fangen mit dem Dressing an, denn das kommt ganz unten in unseren Jar. Wenn wir nämlich dann unseren Salat am Ende mitnehmen und das mittags essen wollen, dann können wir ihn schütteln, haben das Dressing überall und der Salat bleibt schön knackig bis dahin. Dafür vermischen wir Honig, ein bisschen Öl, den Balsamico, den Saft von einer Limette, den pressen wir jetzt gleich mal aus. Das ist natürlich unser Lieblingsrezept. Wenn ihr ein Dressing, ein anderes Dressing viel lieber mögt, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Aber ich würde das hier auch mal ausprobieren. Dann können wir das mal ein bisschen verrühren. Und wenn alles gut vermengt ist, dann kommt da noch Salz und Pfeffer rein. Unser Dressing ist fertig. Das können wir jetzt hier ganz unten in den Jar reingeben. Ta, 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 ta. Als nächstes kümmern wir uns um den Ziegenkäse. Den müssen wir einfach nur würfeln und schon mal in den Jar reingeben. Als nächstes kümmern wir uns um unsere heilige Melone. Und die schneiden wir auch einfach klein, so dass sie in den Jar reinpasst und am besten so ein bisschen mundgerecht ist. So, und jetzt kommt oben drüber der Salat und der wird eben nicht matschig, weil die ganzen flüssigen Sachen alle unten sind. Und da bleibt das schön knackig und lecker. Und dann haben wir hier noch Minze und die ist wirklich der Knaller in so einem Jar, weil die nochmal so einen richtig schönen Geschmack gibt. Und für so ein bisschen Crunch geben wir noch ein paar Pinienkerne oben drüber. Und ganz zum Schluss schneide ich mir noch ein bisschen Frühlingszwiebel klein, damit es auch ein bisschen würzig ist, das Ganze. So, und meine Zwiebel gebe ich hier noch schön an den Rand. Und wir sind fertig. Für unsere zweite Variante brauchen wir wieder Rucola, Walnüsse, Granatapfel, Pinienkerne, Erdbeeren, Salz und Pfeffer, Chiliflocken, Öl und Rhabarber und Frühlingszwiebeln. Wir fangen wieder mit dem Dressing an. Und zwar geben wir dafür einfach die Granatapfelkerne und den Saft hier rein. Ein bisschen Öl, Salz und Pfeffer und für ein bisschen Schärfe Chiliflocken. Und alles verrühren. Und wie eben auch kommt das Dressing ganz einfach als allererstes in den Jar. Wir könnten jetzt als nächstes die Erdbeeren unten reingeben, aber dann werden die doch ein bisschen matschig. Deswegen mache ich als nächstes den Rhabarber und den schneide ich einfach klein. Aber man hat unten diese eine, den mache ich ab. So, und der kommt dann da rein. Jetzt können wir uns um die Erdbeeren kümmern. Die schneiden wir auch einfach klein. Macht sie nicht zu klein, damit die nicht matschig werden. Dann kümmern wir uns um die Frühlingszwiebel. Da nehme ich allerdings nur so ganz, ganz kleines bisschen, weil ich den Geschmack nicht zu doll drin haben will. Und zum Schluss wieder unser Rucola. Und für ein bisschen Crunch haben wir jetzt noch unsere Pinienkerne und die Walnüsse. Die Pinienkerne würde ich so reintun, aber die Walnüsse vielleicht ein bisschen klein schneiden. Und damit ist auch die zweite Variante fertig. Und für die dritte Variante brauchen wir Spinat, Tomaten, Blaubeeren, Honig, eine halbe Zitrone, Avocado, Chiasamen, Salz, Pfeffer, Olivenöl und Balsamico. Und dieses Dressing machen wir auch wieder mit dem Honig. Die halbe Zitrone. Dann wieder ein bisschen Olivenöl, Balsamico und Salz und Pfeffer. Zuerst kommt das Dressing rein, dann die Chiasamen, damit die schön aufquellen. Dann die Tomaten, die Avocado, die Blaubeeren und der Spinat. Und das sind unsere wunderschönen Endergebnisse. Die sehen nicht nur hübsch aus, sondern die sind auch richtig, richtig lecker. Die müsst ihr echt ausprobieren und dann gerne uns schicken mit dem Hashtag Flipfood. Ansonsten gibt es hier noch weitere Videos. Gebt uns gerne einen Daumen, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!